Das Meer. So schön, so ruhig, aber vor allem interessant. Erst 5% des gesamten Volumens der Weltmeere sind erforscht und es stehen noch viele Fragen offen. Als Meeresbiologe kannst du das vielleicht ändern. Deswegen heute für euch im Überblick das Studium der Meeresbiologie. Willkommen bei JobWiki. Die Meeresbiologie befasst sich mit dem Klima- und Erdsystem und vermittelt bis zum Masterabschluss in insgesamt 10 Semestern Fachkenntnisse im Bereich theoretischer und angewandter Forschung. Falls ihr euch also schon Hoffnungen auf spektakuläre Schiffsexpeditionen und Forschungsreisen gemacht habt, bremsen wir euch spätestens jetzt. Fakt ist, dass die Arbeit als Forscher und Biologe größtenteils im Labor stattfindet. Mit Wasserproben und so, dazu später aber mehr. Solche Reisen finden zwar schon statt, sind aber sehr kostenintensiv und somit alles andere als Berufsalltag. Trotzdem noch interessiert? Dann hier die Voraussetzungen für euch. Um das Studium zu beginnen, brauchst du auf jeden Fall erstmal das Abitur. Standardabhängig musst du einen gewissen Numerus Clausus vorweisen. Der Durchschnitts-NC liegt zwischen 2,0 und 2,5. Das Studium beginnt mit dem Bachelor der Biologie mit Schwerpunkt auf Meeresforschung. In 6 Semestern lernst du Grundsätze der Meeresforschung kennen und machst dich mit biologischen und biochemischen Gesetzen der Weltozeane vertraut. Ergänzend dazu kommen Fächer wie die Fischereiwissenschaft, Ozeanographie und auch Mathematik und Statistik. Je nach Uni unterscheiden sich auch die Bereiche, in denen du dich spezialisieren kannst. Beispielsweise Fächer wie Populationsdynamik oder marine Biotechnologie. Auch englische Inhalte zu internationalen Forschungsthemen werden angeboten. Viele Universitäten verlangen nämlich bei der Bewerbung zum Masterstudium auch Englischkenntnisse auf dem Level C1. Also, good luck! Im Masterstudium erhältst du tieferes Wissen und absolvierst verschiedene Praktika in Laboren und Forschungseinrichtungen, um deine Kenntnisse im Bereich der wissenschaftlichen Forschungsarbeit unter Beweis zu stellen. Attraktiv sind auch Auslandsstipendien, welche dir zusätzliche Berufsqualifikationen beschaffen. Denkbare Berufe wären beispielsweise Stellen in verschiedenen Behörden von Land oder auch vom Bund. Auch als Sachverständiger, der Berichte und Gutachten schreibt, kannst du dich als Meeresbiologe oder Meeresbiologin niederlassen. In diesen Kreisen kannst du auch eine relativ hohe Bezahlung erwarten, ebenso als Professor oder Universitätsdozent im Rahmen einer Hochschullaufbahn. Denkbar wäre auch ein Job bei einer Umweltorganisation, die stets auf der Suche nach Forschern sind. Diese bezahlen dir aber nicht ansatzweise so viel wie die anderen genannten Arbeitgeber. Meeresbiologie ist ein interessantes und nicht alltägliches Studium. Da du inhaltlich viel mit Formeln und Werten zu tun hast, solltest du im naturwissenschaftlichen und mathematischen Bereich zumindest grundlegend geschult und interessiert sein. Den Rest schaffst du durch Disziplin und harte Arbeit. Ganz sicher. Ach ja, das Meer. Wenn du tiefer eintauchen willst, schreib uns gerne mal warum. Auch für neue Videovorschläge und Themen sind wir offen. Haut das in die Comments. Wir sagen danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei JobWiki.